Schön, dass du dir mein nächstes Video anschaust. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Wenn dem so ist, dann hinterlass bitte einen Kommentar oder schreib einen Wunsch in den Kommentar rein. Natürlich dann gerne auch ein Like hinterlassen und falls noch nicht geschehen, abonniere meinen Kanal. Vielen Dank und viel Spaß. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass mir Hackfleisch im Wok es mir jetzt angetan hat sozusagen. Ich werde mich da jetzt immer öfter oder noch weitere Male damit beschäftigen und das ist jetzt das nächste Rezept, was jetzt folgt. Dieses Mal mit reichlich Gemüse, Shiitake-Pilze, Aubergine, Zucchini und so weiter. Aber nochmal so ein bisschen anders im Wok gekocht, als man das sonst von mir gewohnt ist, wegen des Hackfleisches, weil das so ein bisschen anders behandelt werden muss. Viel Spaß beim Zugucken und lasst euch anregen, macht es nach, wenn ihr Wok-Fans seid. Und ja, guten Appetit und viel Spaß beim Gucken. Tschö. So, und das nächste Gericht mit Hackfleisch aus dem Wok, da bin ich jetzt echt zum Fan geworden, auch wenn das jetzt erst das zweite Gericht aus der Kategorie ist. So, hier habe ich schon mal reichlich Variationen reingebracht. Das ist beim letzten Mal zunächst mal hier meine Trilogie. Peperoni klein schneiden. Ich werde nicht müde, immer wieder zu betonen, wer das nicht allzu scharf mag, sollte halt die inneren Häute und die Kerne entfernen. Ich mag es etwas schärfer und lasse das alles drin. Dann eine ordentliche Portion frischen Ingwer und so wie man mag, Knoblauch rein. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, bei mir kommt das immer reichlich zum Tragen. Also das muss halt jeder wissen. Ich wokke hier für zwei Personen. Ich habe also hier 500 Gramm Hackfleisch. Und zur Trilogie habe ich hier noch vier mittelgroße Zwiebeln reingeschnitten. Haptisch relativ grob. Das ist nachher alles miteinander verwokt, verkocht wird. So, das kommt in ein Schälchen. Ich gehe wieder draußen wokken, deswegen bereite ich das alles in Schälchen vor. So, jetzt kommt schon eine Besonderheit. Die Aubergine schneide ich in kleinere Würfel und mache die in ein separates Schälchen. Das ist schon der erste Hinweis darauf, dass das nachher auch eine Sonderbehandlung kriegt im Wok. Genau das gleiche gilt für die Zucchini. Die habe ich auch analog zu den Auberginenstücken in kleinere Würfel geschnitten und in ein weiteres Schälchen gegeben. Dann kommen wir zu den Shiitake-Pilzen. Ich liebe die, die haben schon einen anderen Geschmack und einen signifikanten Geschmack, anders als die normalen Champignons. Die schneide ich wie immer relativ grob in Streifen, kommen auch in ein Schälchen. Dann mache ich so eine Art, das ist nicht wirklich Soße, weil es kommt Gemüse vor rein, sondern eher halt die Würzung nachher. Salz und Pfeffer und dann stelle ich mir immer gedanklich vor, wie ich die 500 Gramm Hackfleisch würze. Dann ordentlich Kumin und das rote war scharfes Paprikapulver. Dann hatte ich noch so eine Art Seven Spices Mischung, da hat jeder so seine Vorlieben und reichlich Kurkuma war dann noch drin. Dann habe ich ein bisschen Sesamöl reingemacht, ganz kleiner Schuss, wie ihr seht, Sojasauce. Warum so wenig? Weil ich gesalzen habe. Und dann noch ein bisschen Fischsoße. So, und so sieht das aus. Ich nehme immer noch ein bisschen Reiswein, Sesamöl und vor allem das Erdnussöl mit, um dann am Wok für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. So. Jetzt geht es nämlich in der Reihenfolge. Ich will nicht die Zucchini so mit kochen, sondern die sollen ihre eigenen Röstaromen kriegen. Deswegen habe ich mit einem Schuss Erdnussöl erst die Zucchini angebraten. Das gleiche mache ich jetzt mit den Auberginen und dann kommen die erstmal raus. Also die kriegen richtig Farbe, das kann man hier auch schön sehen. Und dann ist das erstmal vorbereitet. Jetzt kommt die Trilogie mit den Zwiebeln. Alles
sehr schön andünsten, anbraten. Dann kommen die, die Shiitake-Pilze dazu. Und hier habe ich einen Schuss Sesamöl reingemacht. A, weil die Pilze etwas absorbieren von der Flüssigkeit. Und B, Sesamöl ist immer eine schöne Geschmackskomponente. So, dann kommt schon das Hackfleisch rein. Und jetzt wird erstmal schön angebraten, angeröstet. Dann kommen die Gewürze rein, also die, das sah jetzt flüssig aus, weil ich habe ja ein bisschen Fischsoße, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Sesamöl drin gehabt und die vielen Gewürze. Und dann kommt schon das Glas Gemüsefond rein. Warum Fond? Ich nehme immer Fond, nicht einen Brühwürfel oder sonst was, weil Fond sehr wenig selbst gewürzt ist, sondern einfach nur ganz viel von dem Gemüse Geschmack abgibt. So, und jetzt geht es darum zu reduzieren, bis man die Konsistenz hat, die man mag. Aufpassen, wenn ich jetzt die, das Gemüse wieder dazu mache, die saugen auch ein bisschen Flüssigkeit auf, also nicht zu trocken werden lassen. So, und das war es dann schon. Und ihr werdet sehen, es ist unglaublich saftig, sieht optisch gut aus. Und es schmeckt so furchtbar gut oder hat sehr gut geschmeckt, sensationell. Also wieder ein Freestyle-Rezept und macht das nach, wenn ihr Wokken liebt oder am Herd Wokken. Überhaupt kein Problem. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.